komm. Ich hab mehr, ich hab mehr. Halt's Maul, ist ja gut, ich mach ja schon weiter. Super. Und jetzt zieh bitte Kandidat 2. Einmal Dreck, bitte. Dankeschön. Ey. Nee, Dreck. Ist ja gut, sorry. Ist das Q wie Querfeld einrennen. Tut er? Ja, das schreibt. Na gut. Ja, ich hab mich nicht berührt. Ist das P. Sie können es anscheinend gar nicht mehr erwarten. Okay. Wir haben die Fragen. Ach, das hatten wir doch schon. Und sie werden antworten. Das hatten wir doch schon. Jo. Ja, ja. You don't know, Jack. Das kannst du am Ende sagen, wenn er es sagt. Da kommt es epischer. Sie wieder. Die Hochkultur und Popkultur. Ah, zwei taufrische, energiegeladene Kandidaten. Ja. Wie schön. Willkommen bei unserer Show. Ja. Ah, holla, Sie können schon nageln. Ja, ja, sicher können wir das. Was? Du nimmst nichts Euro? Vier Werbungen unter schleichen betont hätte ich aber eher genommen. Das klingt ja immer. Du nimmst nichts Euro? Das hat irgendwas mit dem Euro zu tun oder eure Währungen. Lösen Sie die folgende Analogiefrage. Großbritannien verhält sich zu Pfund wie was zu was? Wie Südafrika zu Sulawesi, wie Pakistan zu Rupachi, wie Tunesien. Sie, Rupachi? Gesundheit. Verdammt. Gesundheit. Worauf warten Sie, Kandidat? Ja, Pakistan hat Rubi. Ist mir scheißegal. Sie wissen ja. Nein, in Südafrika. Oh, haben wir beide gefailt. Ja. Tunesien, Dirham. Dirham. Oder Bart? Das wäre die richtige Antwort gewesen. Bart! Ey, gib mir mal 1000 Bart, Alter! Wie, du nix, Euro? Das war schlecht, Jack. Der Witz war schlecht. Ja. Der war fake. Echt unterirdische Soaps? Nimm sofort diesen Planeten vom Tisch. Abkürzungen in deinem Team. Nee, Abkürzungen hatte ich schon. Nimm sofort diesen Planeten vom Tisch. Okay. Weg mit dem Mars. Du weißt nicht, wo der gelegen hat. Ihr könnt auf plus 2000 kommen. Yay. Oder auf minus 6000 an der Nagel. Kannst du immer erfolgreich nageln. Angenommen, die nächste Welt am Sonntag hätte tatsächlich den Umfang unserer Welt. Welche? Ja, Kandidat 1. Ich hätte es nicht machen sollen. Ich glaube schon 38.000. Nein, das ist diese andere Zeitung. Merkur am Sonntag. Ach, das ist Merkur am Sonntag, okay. Schauen Sie sich was, Kandidat 2! Zeigen Sie uns, was Sie drauf haben! Die Zeitung ja, hätte sind 40.000. Rund 40.075 Kilometern, denn ach, dies Mist. Ist der Erdumfang. Ich glaube, ich hab dich... Du hast mich quasi genagelt. Und hast verloren. Oh. Nee, wenn ich dich genagelt hätte, wäre es ja noch ein größeres Feld gewesen. Rosa, rote, grunzende Menschen. Und hier unsere Kategorie. Rosa, rote, grunzende Menschen. Und dafür gibt es... Ach, ich kann auf minus 2000 kommen. Yay. Sicher, Rosa, komm. Aber wer hätte die Hauptrolle in Rennschwein Rudi Rüssel von einem Herrn Rudolf Weibrand Kesseler gespielt? Was? Wie hätte der Film dann korrekt heißen können? Rennschwein Rudi Völler, Rennschwein Rudolf Valentino, Rennschwein Rudolf Scharping. Okay, komm, ich riskier's. Nein! Ich riskier's. Wischbrand Kessler. Rudolf Weibrand Kessler. Ja! Ja! Ich hab ein bisschen... Verdammt! Scheiße! Oh, sind wir wieder auf dem Gleichstand! Oh! Und du hast genagelt, wenn ich jetzt nochmal schön nageln kann, dann... Nee, ich antworte richtig, dann hast du... Ja, dann bin ich gearscht. Oh oh. Auf! 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 KitKat? Oh, 4000 Kitty Cut und trotzdem schwanger. 7000. Kandidat 2, Sie haben jetzt Sendepause. Denn für Kandidat 1 folgt nun eine Runde 6. Oh, was ist das? Das wird langweilig. Ich will mal wieder einen Suchbarben-Standard oder einen Stuchbarben-Salat oder was. Kategorie für diese Sekt- oder Selbstfrage. Mach erstmal. Oder sinnlosen Kitty Cut und trotzdem schwanger. Schwanger. Mal gucken, was da kommt. Ich hab gewusst, dass du schwanger bist. Namen von Produkten vor und ah. Sie sollen jeweils raten, handelt es sich ich auch schwanger, wo ich 7 Dosen oder um ein Kondom. Was denn hier? Schon.
Nicht schon wieder! Schon wieder Kondome! Jetzt bin ich aber gespannt. Will das Schicksal mir irgendwas sagen damit? Ah, wieder noch. Du solltest halt dessen Kondome benutzen. Wer weiß, wahrscheinlich. Ja, fick dich! 30 Sekunden, um alle 7 Begriffe zuzuordnen. Okay, und los geht's. 5FF, das ist noch leicht. Aber jetzt, Extreme Classic. LFSU, Nam Nam. Was soll das? Nam 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 Nam. Ah! Canine Adult. Was? Ja. Was? Das war leicht. Dieser Futter, das habe ich auch gewusst. Hallo, was? Mir nur sensible, das ist von fies. Vom Ding, du kennst dich mit Kondom aus. Bla bla bla, Adult. Mann, das ist nicht fair. Du sollst keine Soaps neben mir haben. Ja, sollst keine Soaps neben mir haben, ey. Verdammt, ich muss schon wieder auf die Check Attack setzen, um überhaupt aufzuholen. Obwohl, nö, du machst nur 1000 mehr wie ich. Du bist trotzdem im Minus. 6000 Euro gibt es für die richtige Antwort. Mal gucken, vielleicht kann ich nageln. Na, endlich haben wir Kabelanschluss. Endlich mal. Verdammt. Sie wissen die Antwort. Nein, das sehen Sie, wenn Sie Kaaba. Im Palästinäre Kabbala. Das ist Ihre Chance, Kandidat 1. Damit ist irgendeine Stadt gemeint. Ich könnte gemeint sein. Nein! Und somit bin ich immer noch vorne! Jüdisch. Irgendwie sowas hat die... Naja. Fausthaus Falkenau, ein packender Thriller. Ja, Fausthaus Falkenau. Ja, was wollen wir von... Ah, nee, nee, nee. Das ist ja die 6. Frage jetzt, ne? Hör mal, wer da wenn Tiere teuer essen gehen. Nee, Mama, hör mal, wer da labert. Das hat bestimmt was mit Hör mal, wer da Hämmer zu tun. Vielleicht. Umlabert. Achso, finde ich toll. Da kann ich auf minus 5000 runter und hier auf minus 4000. Und wenn ich dich nagel, dann. Aus Budgetgründen heißt die Sendung Arabella plötzlich nur noch Ara. Und wird auch von einem solchen moderiert. Wer taucht da auf uns ein? Ein kleiner, taubetragender Papagei. Ein glattschnabeliger, sittichartiger Papagei. Ich kenne keine Serie, wo ein Papagei namens Ara vorkommt. Überspringen muss, ne? Ich würde sagen, überspringen muss, ne? Also machen wir nichts. Ach, weißt du was? Nein. Komm, versuch's mal. Rate, du kannst. Wenn dann ist das aber richtig raten. Alle vier auf einmal. Komm, drück alle vier auf einmal. Rate. Was? 6, 5, 4, 3. Au, das tut weh. Hau mich zu, ja, stich zu. Ha, du musst glaube ich antworten. Nein, ich kann antworten. Ich wette, du musst. Nein, ich kann. Leider zu spät. Ja. Du musstest antworten, oder? Nein, ich musste nicht. Sonst hätte ich Geld gekriegt. Ein Ara ist ein großer, langschwänziger Papagei. Und ja, ich glaube, ein Papagei heißt so. Arabella klingt das, was der Papagei daher plappert, richtig intelligent. Jack Attack kannst du immer noch aufholen, die du wieder auswählen darfst. Nee, halt. Manche wird er sich so hinsetzen. Wo manche wird er so hinsetzen? Ach, wenn du auf neu machst, dann denkt er sich so, ja, hast schon. Was zum. Ah, Mann. So, verstehe ich. Was? Couch Potato. Ja, darf ich wenigstens mal fertig lesen? Thronerbe. Fick dich. Bankautomat. Was? Das ist nicht fair. Gang. Teppich Gang, ja. Stuhlgang. Ach so, verdammt. Bettmesser. Okay.
richtige Kauen. Matratzenhorchdienst! Schlafen! Komm, komm! Komm, komm! Nein! Ja! Trotz der falschen hat er immer noch eine mehr richtig für mich beantwortet. Ich hab 1000 weniger Schulden als du. Bam, das aber wir haben beide Schulden. Ja und? Das steht schon 2-1 für dich. You don't know Jack! Oh Gott, ey, Hilfe. Ja, warum krieg ich immer so eine Scheiß... Warum kriegst du so einen schönen Sekt oder so und ich krieg so einen Dreckmist, so einen Bockmist, so einen Fickwatz zum Scheiß machen, Leute. Oh.